So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Jetzt habe ich mir hier drauf gehangen und der ganze Karton ist kaputt gegangen, deswegen tun wir nur mal kurz weg. Wir haben was ganz Besonderes gefunden beim Einkaufen. Eigentlich wurde schon vor einem halben Jahr davon berichtet. Die Brezelpizza von Wagner. Dann hat letztens im Fanchat bei Telegram wieder mal jemand die Brezelpizza von Wagner gepostet und gesagt, guck mal Ramse. Habe ich gesagt, ich gucke jedes Mal beim Einkaufen nach der Brezelpizza von Wagner. Ich finde die nicht. Die gibt es nicht. Jetzt soll die angeblich in der Werbung sein. Im Lidl. Aber erst ab Donnerstag. Wir waren am Montag jetzt einkaufen und haben die gefunden im Rewe. Reduziert, im Angebot, Superpreis, zwei noch was. Dann gehst du an die Kasse und siehst, kostet doch 1000 Euro. Also hat gar nicht gezählt das Schild. Waren wohl nur die normalen Wagner-Sorten und nicht die. Es gibt zwei verschiedene. Wir möchten beide testen, es wird aber zwei Videos dazu geben. Es gibt nämlich einmal diese hier. Das ist die Original Wagner Brezelpizza mit Brezelrand, with Brezelrim, Rimjob, Rand, Beruf, stehe ich nicht. Das ist eine Käse, einfach nur Käse. Brezelpizza mit Käse und es gibt natürlich noch die zweite mit Schinken, also mit Ham, aber die seht ihr in einem anderen Video. So. Wollen wir uns das jetzt mal angucken oder nicht? Wir nehmen mal den Karton hier rum und schauen. Hier steht erstmal neu. Original Wagner Brezel Pizza wird im Ofen brezelbraun. Turns brezelbraun in the oven. Also da steht alles drauf, was wichtig ist. Wagner Brezel Pizza. Hinten drauf lesen wir uns nicht durch. Da steht nämlich echt Wagner, echte Verantwortung, echt coole Ideen. So, wie man so eine normale Pizza macht, scheint jeder zu wissen, außer ich. Die brennen nämlich immer an, deswegen packen wir die mal schnell aus. Und ich kann immer noch nicht die Leute verstehen, die jetzt schon wieder sagen, Igitt, ist das räudig. Jeder normale Mensch frisst Brezeln, Salzbrezeln, Butterbrezeln, irgendwas beim Oktoberfest, außerhalb des Oktoberfestes. Jeder normale Mensch isst Käse. Es gibt sogar Käsebrötchen, Käsebrezeln, die du so kaufen kannst. Also warum ist dann eine Käsebrezelpizza eklig? Das heißt doch einfach nur, dass das kein normaler Rand ist, sondern so ein Laugenbrezelgebäckrandteig mit Käse drauf. Also es ist genial, oder nicht? Aber egal, wir machen die jetzt mal auf. Die Leute sind halt die Leute und die Leute werden auch immer die Leute bleiben. Die finden sowieso alles eklig. Selbst damals bei der Schokopizza von Dr. Oetker. Ist das räudig, haben sie gesagt. Geh damit weg. Sitzen den ganzen Tag da und fressen Nutella-Brötchen, Nutella-Toast. Gehen los, holen sich Nutella-Wraps beim Stadtfest. Holen sich, was weiß ich, alles. Oder Nutella-Krebs, Krebs und Reps. Aber wenn dann Schokolade auf einem Teig ist, ist das eklig. Und das sind die Leute. Die sieht jetzt hier ein bisschen, naja, lasch aus. Aber die muss ja noch in den Ofen. Und wie die aussieht, wenn die aus dem Ofen wieder rauskommt, das sehen wir uns gleich an. So, die Pizza ist fertig, die Brezelpizza, ne, zwischendurch noch ein Breim reingezogen und noch hier die andere Brezelpizza anmoderiert. Mir ist jetzt schon schlecht vor dem Essen, aber das liegt am Breim, aber das seht ihr vielleicht am Mittwoch. Ich plane das nämlich am Dienstag hochzuladen, am Mittwoch das Breim, am Donnerstag die zweite Brezelpizza. Jetzt müssen wir erstmal nochmal den Karton nehmen, damit ihr mal seht und besser vergleichen könnt, wie das ausschaut. Guckt euch das an, wie das ausschaut. Das ist die fertige Brezelpizza. So, das dürfte ja fürs Thumbnail reichen. Was steht hier überhaupt dran? Pizza mit Brezelrand belegt mit Käse tiefgefroren. Mozzarella, Frischkäse, Doppelrahmstufe, Hartkäse, Emmentaler, Edamer. Das heißt, es ist doch auch schon eine 1, 2, 3, 4, das ist eine 5o Formaggi von Capital Bra. Diese Pizza sieht sehr gut aus, aber halt mit Brezelrand und halt eigentlich ja nur mit Käse, ne? Aber ich habe noch die gute Habanero Tabasco Soße. Ich habe sonst auf Pizza eigentlich immer die dreischärfige genommen, die rote, die Classic. Das ist jetzt 4 von 5. Weil die 5er sehe ich gar nicht im Handel. Die kriegst du, glaube ich, nur auf Amazon oder so. Wir müssen erstmal so probieren, ansonsten sage ich immer zur Pizza immer Tabasco. Nehmen wir mal hier ein Stück
was auch nicht zu trocken ist. Es hängt nämlich noch schön runter. Dann können wir mal in den Rand beißen. Ein relativ weicher Brezelrand, wie eine frische Brezel mit Brezelgeschmack. Wenn ich die jetzt noch 10 Jahre drin gelassen hätte, wäre das bestimmt richtig knusprig, aber dann total trocken. Und vielleicht dann halt, weiß ich nicht, wieder zu viel. Da beißen wir in die Spitze, in dieses Käseartige, was da ist. Ich weiß nicht, welche Käsesorte da gerade war, weil hier vorne ist alles ein bisschen heller. Und hier ist es ein bisschen fetter alles, das muss was Verschiedenes sein. Aber das hat auf jeden Fall richtig gut nach Käse geschmeckt. Nachdem ich von so vielen Käsepizzen ja schon enttäuscht war, finde ich den Käse hier drauf, diese Käsekomponente da, passt auf jeden Fall gut. Wir beißen mal weiter hinten hier rein, wo die andere Käseschicht auch noch ist. Wow, da ist der Frischkäse drunter. Das merkst du, du beißt da rein. Das ist alles richtig feucht und schmierig auf einmal. Schmeckt trotzdem irgendwie total erfrischend. Lecker, passt auf den Boden, hat so einen guten Geschmack. Jetzt muss ich nochmal drauf schauen. Frischkäse Doppelrahmstufe. Ihr habt noch nie Frischkäse auf einer Pizza gehabt. Brezelpizza mit Frischkäse Doppelrahmstufe. Und jetzt zur Krönung Frischkäse Doppelrahmstufe mit Randstück hinten in Kombination. Das passt zusammen, das passt zusammen. Stellt euch vor, ihr geht auf irgendein Volksfest, sowas, da ist ein Brezelstand, ein Käsebrezel, sonst wie für 6 Euro. Total trocken einfach nur. Da kann man sich sowas gönnen. Wie gesagt, für 2 noch was ausgepriesen, wird 3, 4 Euro kosten, denke ich dann mal. Eine schöne, warme Brezel aus dem Ofen mit schön warmem, feuchten Käse, schmierigen Käse, frisch Käse. Wer Käse mag, wer Brezel mag, finde ich richtig genial. Also ich bin positiv überrascht. Ich kann das ganze Rumgeheule gar nicht verstehen. Ich möchte jetzt aber mal ein anderes Viertel kurz nehmen und mich da mal rantasten mit dem Habanero Tabasco. Das müssen wir jetzt hier so ein Stück zusammen ein Stück zusammen machen und hier vorne mal drauf träufeln. So, eine kleine Pfütze, das alles schwimmt, das ganze Teil schwimmt. Gut, schmeckt jetzt sehr nach Tabasco, vielleicht ein bisschen dezenter auftragen, passt aber auch zur Brezelpizza. Ich habe sogar eine ganz leicht bittere Note gehabt beim Käse zwischendurch. Es sind so viele verschiedene Käsesorten, finde ich gut, passt, würde ich sogar nochmal kaufen, kann ich empfehlen. Ich bin gespannt auf die Schinken, die seht ihr aber ein anderes Mal, das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Wenn ihr die schon mal getestet habt, schreibt es rein. Wenn nicht, ich empfehle es.